Papalatte wurde reingelegt, Twitch am Limit, wieder mal kein Konzept, legendär und die Kids wollen mehr, ist, ja, genau. Konzept legendär und die Kids wollen mehr, das ist Twitch am Limit. Das ist übrigens gefotoshoppt, das Bild. Das ist übrigens nach wie vor gefotoshoppt, ne? Das ist nicht real, nur dass ihr es wisst, Chat. Auch das wieder, wie gesagt, das ist nachträglich in den Stream reinbearbeitet worden. Amar hat extra so einen Visual Artist quasi engagiert, der nachträglich das live in den Stream reingemacht hat, damit Amar ein bisschen Hype bekommt. Das hat Amar quasi bezahlt. Das ist, wie gesagt, so nicht gewesen, Leute. Also das ist nicht real. Sascha raucht nicht tatsächlich. Also Amar hat das wirklich gemacht. Nur damit das Event so ein bisschen Hype bekommt. Genauso wie ich aus Hype Antonia geküsst habe oder Antonia mich für Marius angeschrien. Das war einfach nur, damit das Event, wie gesagt, ein bisschen Hype bekommt, ne? Chat stellen, das ist ja schon eine ziemlich herausfordernde Nummer. Also die Teams. Wer kratzt sich da so dumm am Sack? Ja, mitbekommen. Amar an der Stelle. Ah, das war ich chillig, Digga. Komplett vergessen. Alzheimer Kick, böse Moin. Ich bin komplett am Arsch. Erzählt euch später ja. Die... Ey, Sascha, gib mal deine Fluppe, ich will auch einen Zug. Einzelheiten. Zieh mal den Ring. Andere Seite. Ja. So, entsichern, den Ring ziehen. Ziehen. Ich hab... No joke, in dem Kostüm, Chat. Guck mich mal bitte an. Guck mich mal bitte an, wie ich aussehe. Digga, ich sehe wirklich aus wie so ein 10-Jähriger, der an Karneval besoffen sich in die Hose pisst. Und dann von seinem Vater zusammengeschlagen wird. So sehe ich aus. Actually genau das, was passiert ist. Im Ring. Andere Seite. Ja. Du entsichern, den Ring ziehen. Ziehen. Ich habe Angst. Na? Und guck dir den an, Digga. Guck dir den Typen an, der zieht doch noch da dran. Bro, no joke, wenn man Mickey eine Handgranate in die Hand gibt und sagt, Bro, zieh daran, da kommt eine Mettwurst am anderen Ende raus. Mickey wird die Handgranate ziehen. Mach doch. 10-Jährige sind besoffen in Köln. Bam. So, Mickey hat keine Rauch. Guck dir doch an. Guck dir doch an, wie er da drauf guckt. Uff. Big und mega lol, Alter. Schau dir doch an, wie verwirrt er ist. Granate mehr, wir können los. Keine Ahnung, 5 Kilo schwer oder sowas. Ja, ja. Total schwierig. Auch das dann die ganze Zeit so zu halten. Amar erklärt so. Ey, Alter. Nico. Wir hatten das Zimmer nebeneinander und ich glaube, ich habe Nico no joke wichsen gehört, Alter. Ich sag's euch, Chat, wie es ist. Ich habe die Vorhaut von Nico. Also, wir hatten zwei Hotelzimmer nebeneinander. Die Tür in der Mitte vom Hotelzimmer konnte man aufmachen. Und ich schwör's euch, ich glaube, ich habe Nikos Vorhaut richtig schnalzen gehört, Digga. Das war. So habe ich es gehört, Digga, aus dem Hotelzimmer nebenan. So ganz. Timon, Mika, danke schön. Charmant und charmant, gerade die Niederlage. Dankeschön. Wir hatten diese Woche so geile Events. No joke, nächste Woche, diese Woche, also letzte Woche, also die letzte Woche waren so viele geile Events, dass jetzt die kommende Woche so langweilig wird, dass ich wahrscheinlich wieder jeden Tag trinken muss, damit ich die gleiche geile Scheiße erleben darf wie letzte Woche. Vorsicht, ich habe das Video extra leiser gemacht, jedoch könnte man sich trotzdem erschrecken. Okay. Kannst du mal vorbeischauen, liebe Grüße. What's that, dude? Oh mein Gott, meine komplette Hose ist nass, dude. Mein kompletter Stuhl ist nass. No joke, ich, wenn ich morgens aufwache nach feuchtem Traum. Digga. Das kann man doch nicht trocken fühlen, du Autist. Ich freue mich drauf, denn wer freut sich aufs Mittelalter-Camp? Haut mal raus. Wer freut sich auf Mittelalter-Camp? Wer hat Bock? Ich bin reich! Oh nein! ADHS betrifft nur Kinder und Jugendliche. Stimmt nicht. Ich habe ADHS, seitdem ich geboren worden bin und ich war nie ein Kind. Da. Ich bin direkt als Erwachsener gespawnt. Wusste man lange. Das ist falsch. Wie fühlt sich ADHS bei Erwachsenen an? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ist ein absolutes Catchphrase-Ding. Frauen lieben es, wenn ich ADHS habe. Die DMs sind offen, Leute. Die DMs sind offen. Alles ist offen. Oh ja, geil. Mm.
Oh. No joke, das hat Mickey einfach bei dem Event abends auch gemacht, bei verschiedenen Leuten im Schritt einfach gerochen. Ganz, ganz weird. Ich wollte auch, meine Lieblingszahl ist die 19, ist auch ja, groß. Ist auch groß. Hast du Lieblings? Das Event war auch geil, das war auch sehr, sehr nice. 19. Ja. Stadtkind? Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Stadtbindkind, oder? Ganz genau so. Stadtbindkind. Der Intelligenzquotient kurz IQ scheint seit den 1970er Jahren zu sinken. Ich würde sagen, seitdem es Twitch gibt, Alter, no joke. Was für eine Richtung sich mein Leben. Ja, ja, merkt man. Bruder, das hab ich mir fast ins Gehirn gerammt. Ja, das ist halt Glas, durchsichtig, ne? Ja. Ja, den hat uns gestern so voll leckere Donuts mitgebracht, die sind komplett vegan. Egal. Kevin wollte gestern auch einfach Donuts zum Mittagessen bestellen. Bro, no joke, wenn Kevin weiter so frisst, ich gebe dem 2 Monate. Bis er dann sein Leben ändert und sich gesund ernährt, natürlich, klar. Mir meine ich. We got him. Oh, oh, Kevin? Mit wem datest du dich, du kleiner Wichser? Also, ich war alleine zu Hause halt. Yeah. Kein Konzept. Legendär. Wer ist er denn? Und die Kids wollen mehr. Wer ist er denn? Das ist Twitch am Limit. Ich lutsch mir den Pimmel. Gutes Video. Ein gutes Video. Scheiße, Mann. Digga, der muss schon so oft auf den Kopf geschlagen worden sein beim Boxen. Der kriegt doch die ganze Zeit Bomben von seinem Trainer, oder? Der kriegt doch die ganze Zeit Bomben auf den Kopf. Kann ich mir nicht anders erklären. Hat der keinen Helm oder sowas? Kann man dem nicht irgend... Digga, der... Ja. Guck ihn dir an. Einfach Two-Head. Ey, Bruder, wirklich, ganz ehrlich, kein Benzin. Wenn ihr onaniert, macht man es doch am Handy, oder nicht? Ja, safe. Wenn ich mir Porno angucke, dann schaue ich mir Porno auf dem Handy an, Digga. Ja, wer ja, setzt ja. sich denn vor sein PC und schaut sich dann Porno an? Am Arbeitsplatz wird nicht gewichst. Wer am Arbeitsplatz wichst, der kommt in die Hölle. Ich sag's euch straight up. Ich guck auf 3 Bildschirmen gleichzeitig Pornos und wenn ich richtig gut... Monte, du kommst sowas von in die Hölle. Du wirst sowas von in die Hölle kommen, sag ich dir, Montana Blick. Du kommst in die Hölle. Gute Laune hab und richtig steifen dann auf den 4. 4 Pornos gleichzeitig. Alter, wie schafft der das, Digga? Wie schafft der das? Wie schafft der das, 4 Pornos gleichzeitig zu verarbeiten, Bro? Wie macht der das? Wie kann man so geil sein? Wie kann man so geil sein und 4 Pornos gleichzeitig anmachen? Digga, wie viele Augen hast du? Der muss Tilt Vision des Todes haben. Der schielt nach oben links, da wird wer anders geballert. Hier ein Bild, da irgendwo Elena Caperi, in der Mitte YouTuber Hot Compilation. Bro, 4-mal der gleiche mit leichtem Versatz synchronisiert. Wegen so Leg-Wichsen nennt man das, große Sportart. Aber Digga, 4 verschiedene Pornos gleichzeitig, Bro. Rekordversuch, wir machen 25 Bildschirme im Zimmer und ich versuche innerhalb von 2 Sekunden zu kommen. Let's go. Das ist Multitask-Fixing. Mein schönster Moment war, als ich das erste Mal mit Nico zusammen... Ja, ja, die kann sich auch ficken. Nein, alles gut. Couchgang. Brauche ich nicht. Antonia hat gestern bei mir übernachtet. So ein Ding ist es nämlich. Antonia hat gestern bei mir geschlafen, nämlich so. Also. Junge, als ob ich so weit nach oben gewickelt habe. Wieso ist denn das dreckig? So kann ich mich doch hier im Internet nicht zeigen. Warte. Ich habe mir selber mal einen Kampfshot in die Augenbrauen gesetzt, Chat. Über weird. Aber wenn man es trocknen lässt, kann man einfach so machen. Und dann kann man das so rausmachen. Ist ganz einfach, no joke. Ist kein Problem. Ja, scheiß drauf. Ich muss schnell irgendwas anderes anziehen. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß noch, damals 2019. Ich habe mir selbst in den Mund gelegt, weil ich niemals damit gerechnet hätte. Nein, nicht ins Auge, auf die Augenbraue. Ah, mir doch egal, Alter. Hi. Hallo. Hallo. So viele geile Leute hier, ne? Ey, mega. Bist du auch aufgeregt? Es geht so. Ich habe eindringlich den ganzen Parcours schon. Also, weißt du, wenn man gegen solche Leute antwortet, das wird schwierig an der Stelle. Oh, Baby, das sind wir. Ich bin also sehr aufgeregt. Geil. Jo, Casper, here is up. Dankeschön. Wir haben... Im Mund habe ich mir nicht gewichst. Noch was für dich vorbereitet, Kevin und ich. Jetzt halt... Oha!
Hör mal. Da wart ihr fast kurz vor der Schule. Wie oft hat Micky eigentlich schon High Fives die Night bekommen? Das ist synchron schon. Komplett. Alter, ich bin zu meinem High One geworden, Alter. Alter, das war heftig. Du hast ja 30 Rollen gemacht. Ah, so ein Loser. Ist es das nächste Date? Da kannst jetzt aber. Was ist das für ein Clip? Okay. Was denn? Oh. Vorsicht. Schön, schön. War schön. Ich gehe gerne an dem Moment zurück. 50 Zentimeter. Ihr wisst nicht, wie lang meine Zunge ist. Hm? So. Schrägstrich Ban Amir. Auch zu ihm gegangen und haben gesagt, ja, sie waren zu laut. Und er so, das ist ein Tesla, das ist ein Elektrofahrzeug. Er so, ja, aber ihr Motor war zu laut. Ein Tesla hat nicht mal einen Motor. Stimmt, ein Tesla fährt ja tatsächlich einfach, Tesla ist ja Strom und der Strom geht direkt in die Reifen und die Reifen drehen sich dann, na klar. Wer will mit mir Zungenkampf machen? Ich sag's euch nochmal, ich bin beim Discord-Sound nicht drauf reingefallen. Ich bin stabil geblieben, wie eine Rigipswand. Eine Rigipswand ist überhaupt nicht stabil, was für ein Scheißvergleich. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes. Achso. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die. Ja, ey, aber Bruder, ich sag euch auch so, wie es ist. Ich bin gerade im Discord und wollte eigentlich mit Payne zocken, deswegen habe ich gedacht, der ist da gerade reingejoint. Mhm. Auch das letzte Video, was ich mir für den Wichser angeguckt habe, ganz ehrlich. Und die Kids wollen mehr, das ist Twitch. So schlecht, no joke. So süß, no joke. Der und die Kids wollen mehr, das ist Twitch. Hallo Nicoleta, na? Alles gut? Was machst du Schönes? Vielleicht willst du mal auf den Stream vorbeikommen? Bietst dir hier an? Kann man ja mal überlegen. Hm? Auf den Stream einfach. Ein bisschen streamen zusammen. Kann man ja mal gucken. Antonia ist gerade woanders. Vielleicht. Und wenn... Ja, wer hat mich angerufen? Alles klar. Der und die Kids wollen, das ist Twitch. Neuer InScope. Vielleicht war ich schon immer so wie InScope, aber hab's nie raushängen lassen. Oh Mann, ey, Scheiß-Video. Und I got you baited. Mein Konzept legendär und die Kids wollen, das ist Twitch. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck. Digga, das ist, glaube ich, das unangenehmste Video, was ich jemals gesehen habe. So viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept. Oder Big Mac, dann den Weg. Hilf dir kurz, warte kurz. Nicht bewegen. Hat kein Konzept den besten Job in ganz Deutschland, weil der macht ja die übertriebenen Klicks. Aber der lügt auch eigentlich, weil kein Konzept sagt immer, jeden Tag neue Videos, so ein geiles Produkt. Aber der macht ja gar nicht jeden Tag ein neues Video. Eine Sache, kein Konzept, ich mag deine Videos wirklich, finde den Banner hier auch extrem beschissen. Geht aber klar, könntest du vielleicht Orange, diese Scheißgesichter durch meins austauschen, das wäre wirklich nice. Das wäre wirklich korrekt, Bro. Das wäre wirklich, wirklich sehr korrekt. Hugo macht mehr Klicks. Hm. Hm, okay.